Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mit euch zusammen ein First Impression machen. Es ist auch mein erstes Video, muss ich sagen, seitdem ich aus dem Krankenhaus da bin. Ich bin jetzt zwei Wochen und ein Tag Mutter von drei Kindern. Genau. Und ich wollte eine First Impression machen, weil meine Kleine jetzt gerade schläft und ich gerade ein bisschen Zeit habe. Und ich gedacht habe, alles Mögliche. Oder sie ist gerade eingeschlafen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es einfach läuft. Genau. Ich möchte mit euch zusammen erstmal kurz meine Augenbrauen mal starten. Ich habe so eine Technik, sag ich mal, wo es einfach schnell geht. Ich habe eigentlich Blush, mal so ein altes Blush von mir rausgeholt. Ich benutze mal die Pomade von Make-Up Revolution, meine Nachbarn. Gucke aus dem Fenster, voll komisch. Voll komisch. Ja, ich hoffe, das schaffen wir auch. Ja, habt ihr Bock auf so eine Geburts... Also ich finde es immer interessant, aber auch nur, wenn ich selber Mutter werde. Wenn ich gerade andere Aktivitäten, also andere Aktivitäten, andere Sachen gerne, also wenn die Schwangerschaft ganz weit weg ist, so, dann gucke ich auch keine Geburtsberichte oder sowas an. Ich würde jetzt eh mich dabei dann schminken und euch lieber mal so ein bisschen erzählen, wie mich nur hinzusetzen und zu erzählen. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob es euch bockt oder nicht. Oder ihr sagt, ach, gibt es genug auf YouTube, die was erzählt haben über ihre Geburt und gut ist. Wie das halt bei mir so war. Genau. Genau, okay. Dann fangen wir an. Ich wollte heute nämlich die Novena testen. Ich habe auch schon die Miss Bella kleine Palette getestet. Ich glaube, sie geht weiter. Ehrlich gesagt sind echt schöne Farben drin, wenn man so schaut. Aber der einzige Ton, der mich wirklich catcht, ist oder sind, sag ich mal, so die schimmernden und der hohe, also dieser schimmernde vor allen Dingen, weil das so ein Duochrom ist, finde ich richtig toll. Für mich ist die Palette aber an sich nichts Nutzbares, weil da kein Schwarz drin ist. Ich hätte da noch was zum Verdunkeln gebraucht. Für mich ist das irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Tolle Palette, aber für den Alltag, sage ich mal, da kann man schöne roséfarbene, softe Looks machen. Für mich aber nicht geeignet, glaube ich. Es war einfach nur unnötig. Ja, wir kommen zu Novena Nummer 2. Ich habe die Novena Nummer 1 jetzt getestet, durchgehend. Das ist die lilane. Dann hatte ich die Nummer 3 getestet. Das war die orangene. Die orangene gebe ich auch ab. Also falls ihr Interesse daran habt, die gebe ich ab. Und heute möchte ich unbedingt die 2 testen. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick ist es ziemlich blaulastig und grün. Und deswegen hatte ich sie mir auch zugelegt, um einfach die Jeffree Star hatte ich abgegeben gehabt, weil ich sie einfach ja, nicht gebraucht habe. Ich fange an. Womit fange ich denn an? Das sind echt tolle Duochromes. Und auch ein Pink. Warum ist hier Gott verdammt ein Pink dabei? Sollen wir mal was Blaues machen? Wie wäre es mal mit Primer erst? Primer? Ich glaube, ich muss eh gleich auch hören. Genau. So. Also wie gesagt, ich komme nicht jeden Tag dazu, mich zu schminken oder sowas, um Gottes Willen. Aber ich versuche es natürlich in meinen Alltag reinzubringen, weil es einfach zu mir gehört. Wie die Faust aufs Auge. Meine Faust aufs Auge. Okay, das sind so krasse Farben hier. Dieses lila-blau, die B2, ist richtig, richtig schön. Ich mache auch was Blaues. Ich habe heute ein blaues T-Shirt an. Die B2, das ist so, ich würde sagen, so ein... Das hat Jeffree Star auch so einen Ton drin, ne? Das
Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und ich muss sagen, dieser Spiegel ist auch mega. Gefällt mir auch richtig, richtig gut, dass der Spiegel groß genug ist, dass man wirklich ein komplettes Gesicht sieht. Also ich könnte die Palette rein theoretisch dann mit auf Reisen nehmen. Ja, also ich nehme auch große Paletten mit, weil ich meine, ich will ja auch Auswahl. Ich gucke nicht, dass es die kleinste Palette ist. Das macht für mich halt keinen Sinn. Dann habe ich für mich auch neu, also ich habe ein paar Sachen für mich neu entdeckt. Für ein paar Sachen kann ich mich schon wieder trennen, weil ich denke, oh, Sophie, du brauchst das nicht. Genau. Aber ansonsten habe ich viele Sachen für mich neu entdeckt. Blau. Dann könnte ich schon wieder so ein bisschen in diese C2 gehen. C2 ist eins drunter. Ich habe zuerst B2 benutzt und jetzt benutze ich C2. Ist ein bisschen heller und hat so silberne Schimmerpartikel drin. Kann man auch ganz so gut sehen. Das ist eher so ein Hellblau. Das hier ist eher so ein lila Fliederblau. Nigelnagelneu. Ich habe sie jetzt schon, glaube ich, 4 Wochen daheim. Oder ja, könnte schon hinkommen, weil ich bin ja schon alleine 2 Wochen Mutti von 3 Kindern. Die meisten, denke ich, haben schon mitgekriegt, die mir auf Instagram folgen, aber halt nicht immer meine Leute haben es alle mitgekriegt. Ging auch einfach. Ja, also bei Pigmenten oder bei blauen Matten. Ich habe ja das Ganze mit den matten Tönen, dass das alles irgendwie verschwindet mal. Und auch in der Crease landet und so. So. Und dann nutze ich so einen Mini-Pinsel und gehe mal ins Grün rein. Heute wird es ein bisschen bunt. B1 ist auch so ein Grün mit silbernen. Boah, richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Ich muss heute noch so in den Kindergarten. Meiner Tochter gefällt das nicht. So, auf jeden Fall tolle Kombination. Gefällt mir gerade mega gut. Wo habe ich jetzt meinen Pinsel hin? Da. Also, so habe ich schon gewusst, dass mir sowas gut gefällt. Das gibt es ja auch so ein bisschen. Gibt es auch diese A3, ist ein Leim, D4 ist ein Gelb. Also ein bisschen durcheinander ist das schon, aber wenn man sich die Vierecke so anguckt, könnte man was daraus auf jeden Fall kreieren. Dann gehe ich noch mal in das Blau rein. Und trage mir das Blau mal hier so auf. Also, ja, was sollen die Leute schon sagen, ne? So, dann möchte ich unbedingt mal diesen Duochrom hier benutzen. Das ist D1. Das ist ein Grün, Silber, Gold. Also ich sehe sehr, sehr viel. Dann gibt es ja auch ein wunderschönes Grün. Also ich benutze C1, erstmal ein Innenwinkel. Das ist einfach ein Champagnerglitzer. Oh nee, das ist ein Gold, es ist kein Champagner. Und dann möchte ich, wie gesagt, in D. Aber hier sind, wenn ihr es glaubt oder nicht, hier sind Haare drin in der Pressung.
Drei kleine so Fussel wie vom, ja, von Watte. Okay, also ich finde das interessant, dass Hä, hier wieso ist so, denn das das jetzt ist ein, ausgegangen? naja, 4 Minuten. Ganz komisch. Also ich hatte gerade erzählt, dass mein Sohn eine schwierige Phase hat. So, man siehe da, es ist, ich mache jetzt einfach mal kurz einen Lidstrich hin und dann sind wir schon fertig. Ich trage mir noch ein ganz, ganz kleines bisschen irgendwas so als Akzent. Die A3 ist auch ein Schimmerton. Also ein bisschen fleckig, es ärgert mich schon. Ich meine, ich mache nie so Unterlagen und eigentlich sind die Farben auch wirklich deckend. Ich möchte auch keine Unterlagen kaufen. Okay, ich mache einen Lidstrich und hole euch nochmal dazu, wenn die So, Mascara meine drauf ist. Lieben, Mein Look ist jetzt fertig. Ich hoffe, er gefällt euch genauso wie mir. Ich habe ein bisschen bei den Lidstrichen verkackt, aber Lidstriche malen derzeit ist echt mega schwer für mich. Ich gucke in den Spiegel, sehe nicht mal meine, ja, ich glaube nicht mal die Augenbrauen sind richtig, macht aber gar nichts. Also, kein Patzer passieren. Im Endeffekt ist mein Look jetzt fertig. Es bleibt auch so. Es passt im Wetter so. Nicht in dir nichts, mir nichts. Die First Impression, ja, die Farben sind toll. Das Problem ist, bei dem matten Lila sehe ich ein Loch. Also ich sehe hier hinten die Farbe nicht richtig haften auf meiner Haut oder auf der Base. Das sieht man natürlich nur, wenn man so macht. Also wenn ich meine Augen offen habe oder auch mal so schließe oder sowas, dann sieht man das nicht. Also nur jemand, der sich mit Schminke befasst und so wirklich drauf achtet, der sieht das. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, hat mir die erste First Impression gut gefallen. Das erste Ausprobieren der Palette und die Farben stimmen für mich. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf Instagram folgen dann Bilder die Woche, wenn ich dazu komme. Einfach, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.